Hallo, Servus und moin moin liebe Leute. Willkommen zurück zu Survival Fountain of Youth, Leute. Wir haben ja festgestellt, wir waren mal wieder so blöd und haben hier zwei Lager recht nah zusammengepackt. Die wollen wir jetzt erstmal zu einem größeren Lager zusammenführen. Dazu werde ich erstmal so ein paar Kisten darüber bringen. Außerdem nutzen wir heute auch die das Sägeblatt, also die Sägebank, die wir gebaut haben. Um uns aus den Baumstämmen nämlich die Äste zu machen. Und somit mehr Baumöglichkeiten zu haben. Und wir brauchen Lianen, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall massenhaft Lianen. Ich stelle die erstmal hier so hin. Dann können wir die nämlich wieder befüllen und haben die Sachen so ein bisschen näher zusammen. Wie zum Beispiel die langen Stöcke hier. Ganz so viele Federn brauchen wir jetzt auch noch nicht. Das wird hinterher interessant, wenn wir die Steine haben. So zwei Steine würde ich sagen, lasse ich. Die grüne Kokosnuss kommt zwei Stück da rein. Die Knochen da rein. Und bis auf zwei Stücke auch den Rest da rein, damit wir noch ein bisschen Möglichkeiten haben. So. Ihr seht schon, wird langsam schwerer. Hätten wir den Mantel nicht mitgenommen, Leute, dann wäre es echt richtig heavy geworden. So, dann hatten wir einen langen Stock. Brauchen wir nachher nochmal, um den Speer neu zu machen oder um einen neuen Speer zu machen, besser gesagt. Die Harpune brauchen wir noch nicht unbedingt. Aber noch ist der völlig okay. So, Baumstämme. Wir brauchen erstmal Baumstämme und soweit ich weiß, hatten wir hier hinten irgendwo auch schon mal einen Baum gefällt. Nur die genaue Stelle, Leute, die müssen wir dann nochmal finden. Ich glaube, das muss... War das hier oder sogar noch ein Stück weiter? So, hier sind zumindest jede Menge Bäume. Was hier am leeren Lager. Ich glaube aber nicht eigentlich. Hier sind bloß Blätter. Gut zu wissen, wo sie sind. So, die kleine Palme. Fällen. So, wie viel können wir denn tragen? Eine, genau einen Baumstamm können wir tragen. Okay, der ist ein bisschen weit weg, Leute. Aber nützt ja nichts. Ein bisschen Bewegung kann ja auch nicht schaden. Schon keine Ausdauer mehr. So, irgendwas da oben haben wir beim letzten Mal ja
Blinken sehen, heißt auch da müssten wir uns über kurz oder lang noch mal aufmachen. Und den nächsten Baum sollten wir eigentlich in dem Bereich hier fällen, denke ich mal, wenn, weil ist schon heavy, ne? Okay, aber hier vorne ist es, geht noch, Leute. Ist jetzt nicht so, dass wir hier. Okay, wir müssen halt immer zwischendurch eine Pause machen, weil wir uns sonst nicht mehr bewegen können. Geteilte Baumstämme, halben Baumstamm, hohler Baumstamm und Baumeister-Werkzeugkasten. Den Baumeister-Werkzeugkasten, Leute, viermal. Der ist schon ganz interessant, wenn wir uns unser Lager bauen wollen. Aber was wir hier nicht haben, was ich hier gerade nicht sehe, hier, lass uns da mal eben kurz raus. Denn wir brauchen für die Herstellung einiger Sachen, hatten wir ja schon gesehen. So, da fehlt uns noch das. Mörser, Obsidian, Axt, Schnee. Hier fehlt uns der lange Stock. Da haben wir ein paar dabei. Für den Lian. Wir brauchen auf jeden Fall überall Lianen für, Leute. Kiste, können wir uns die anderen noch holen. So, den Häutetrockner brauchen wir. Auch hierfür brauchen wir dann Lianen und Stöcker. So, und fürs Fundament. Steine. Und den Baumeister-Werkzeugkasten, den wir ja gerade gesehen haben. So, den will ich. Gewöhnlichen Baumstamm. Eine Säge. Die verbesserte Schreinerwerkbank. Oh Mann, oh Leute. Wieder mal ein Plan, der nicht funktioniert. Aber okay, ich würde sagen, wir schauen mal weiter. Wo wir jetzt hinwollen. Denn wir hatten beim letzten Baum so ein paar Stellen gesehen. Hier in dem Bereich. Besonderes Objekt. Da gibt es noch mal Lianen, Kamel und wir müssten finden den Weg zum Observatorium, ne? So, interessanter Ort, die Chroniken. So Leute, ich glaube, wir machen uns jetzt erstmal eine Angel. Ach, die Angel geht noch nicht. Leute, ja, ne? Ärgerliche Sache. Gibt es hier so was wie eine Steinsäge. Dafür brauchen wir einen massiven Stein für den Steinspeer. So Leute, wir machen uns erstmal einen Steinspeer. Die Sachen haben wir nämlich dabei.
Denn der Holzspeer, den wir dabei haben, haben wir ja gesehen, der bringt nicht mehr allzu viel. Für die Herstellung. Ich würde mir ganz gerne so ein kleines Häuschen oder eine Hütte zumindest bauen. Für die Hütte brauchen wir aber. Für die Hütte benötigen wir aber unter anderem einen großen Ast. Also die Schreinerei. Für die verbesserte Schreinerei brauchen wir Kupferbarren. Heißt, für die Kupferbarren bräuchten wir Kupfer. Oh, Leute. Das wird heavy. So, wie viel haben wir jetzt im Inventar? 24 von 56. Blick vom Berg. Zum weißen Schild, aber wird uns das auf der Karte angezeigt? Wird uns das auf der Karte angezeigt? Welchen Berg meint er denn? Den? Bin gerade wieder ein bisschen überfordert, Leute. So, auf die Gefahr hin. Also, wie spät? Lassen wir mal eben schauen. Wie spät ist denn das? Okay. Auf die Gefahr hin. Dass wir diesmal fürchterlich scheitern werden. Schnappen wir uns auf jeden Fall noch was zu essen. Eine grüne Kokosnuss wäre nicht schlecht. Okay. Ich habe schon wieder kein geeignetes Werkzeug. Ach Leute, die Messer, die sind wirklich so schnell hier hinüber, Leute. Nee, wo ist denn das Steinmesser? Der Steinschneider, den haben wir da. Die drei sammeln wir uns. Machen uns erstmal so voll wie möglich. Noch eine, ne? Eine machen wir noch. Den Rest nehmen wir mit. So, das sieht schon mal gut aus. Wir sind bei 75, da sind wir bei 100. Haben wir noch irgendwas zu essen, Leute?
gesagt, ein Tier. Welches Tier? Hier ist kein Tier. Sieht hier einer ein Tier? Außer den ollen Lämmergeier da oben. So, und dann machen wir uns erstmal auf den Weg, würde ich sagen. Nehme ich die auch noch mit. Ne, die bleibt da erstmal liegen. Ach, der schafft auch wieder nichts da hoch, ne? Also sonderlich gut klettern kann er nicht. Aber was wir auch bräuchten, wären übrigens Tierseen. Wir bräuchten auch Tiersehnen für den Bogen, beziehungsweise dass wir dann da hier sind ja überall die Viecher, ne? Willst du mich jetzt angreifen oder nicht? So, da gibt es auch ein bisschen Essen. Ich glaube, das wird heute nichts mit dem Berg, weil der massive Stein, der hat uns jetzt natürlich schon wieder ein bisschen von schon wieder Möglichkeiten genommen, ne? So, Bergfahrt. Wie hoch kommen wir hier? Und ist das der richtige Weg? Zumindest scheint es ein Weg zu sein. Der uns aber hier versperrt ist. So, lass uns hier mal ein paar kleine Stöcker. Von einem nehmen wir zumindest mit. Und da müssen wir zusehen, dass wir hier ein bisschen fällen. Damit wir zumindest dran vorbeikommen. Na toll, die Axt, die Axt, eine haben wir noch bei. Ich habe keine Ahnung, können wir hier ganz vorsichtig vorbei? Müssen wir echt probieren, ne? So, und die nochmal fällen. Alles klar, okay, damit haben wir hier zumindest schon mal einen kleinen Weg freigeschaltet. Wir sind aber längst nicht auf dem Berge. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus, Leute. Wir haben hier was Neues entdeckt. Ein altes Monument. Gesang des großen Dursts. Wundersam war das Wasser des Brunnens, das die vier Stämme gewonnen hatten. Aber der Brunnen war nicht unendlich. Dutzende von Sturmbechern fuhren immer wieder nach Bimini, aber es gab nicht genug Wasser für alle, die es begehrten. Und jedes Boot, das von der Insel zurückkehrte, wurde von Hunderten von ausgestreckten Händen begrüßt
und viele von denen, die nach dem Trank lusteten, waren seiner würdig, aber nicht einen einzigen Schluck abbekommen. Und wenn einer den Trank nahm, fragte ein Dutzend andere, warum nicht ich. Und wenn einer seine Jugend verlängerte, fragten wieder ein Dutzend andere, warum nicht ich. Und die Ältesten sahen, dass die Saat der Zwietracht gesät wurde und das Unheil drohte, wenn es so viel Neid in den Herzen der Menschen gab. So, Leute, den Lehmtopf nehmen wir mit. Da geht der biegsame Ast, die hatte ich bis jetzt auch noch nicht wirklich. Knochen nehmen wir auf jeden Fall mit, Leute. Und alle Heilmittel. Very nice. So, notfalls müssen wir nachher den Stein ablegen, ne? So, wenn wir uns nochmal ein Feuer machen wollen. Obsidian. Alles klar, und dann wird es hier weitergehen. Warte mal, aber erstmal gucke ich gerade. Nee, unterwegs speichern kann ich nicht. Biegsamen Ast, den nehmen wir auch noch mal mit. Was haben wir denn hier? Nichts weiter. Den Haufen Schrott, den werden wir uns für später aufbewahren. So, und wenn wir oben auf dem Berg sind, da geht es, dass wir da eine vernünftige Aussicht haben und auch ein bisschen kartografieren können. Das scheint hier auch noch mal so, hier oben gibt es auch massive Steine, aber die haben halt ihr Gewicht, ne? Die haben halt ihr Gewicht. So, wir sind zwar jetzt hier auf dem Weg zu einem Berg hoch, aber ob das der ist, den wir benötigen, oder ob das der richtige Weg ist, ich weiß nicht, Leute. Du bleibst erstmal, wo du bist, hoffe ich. Großen Bogen, wir wollen ja nicht unbedingt kämpfen, wenn es nicht nötig ist. Zwei von den Tieren haben wir eh. Und ja, das sieht schon mal aus wie eine Sackgasse. Das sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen aus wie eine Sackgasse. Viel höher kommen wir hier nicht. Also ein bisschen Schaden haben wir genommen. Kommen wir hier hoch. Es bringt uns alles nichts, Leute. Ich probiere mal von hier aus zu kartografieren. Ja, das sah doch ganz gut aus. Da haben wir ganz gut was weggekriegt. Da haben wir biegsame Äste, da haben wir massive Steine, normale Steine. Okay, sehr schön. Was wir aber bis jetzt nicht gefunden haben auf unserem heutigen Weg, war tatsächlich
Trockner. Unter Wasser können wir auch noch einiges holen. So, das war auf jeden Fall schon mal nicht der Weg, in den wir uns erhofft haben. Könnte das der gewesen sein? Also die Chroniken? Oder eher in dem unteren Bereich, beziehungsweise hier. Okay, wir haben zumindest die Karte schon mal ein bisschen vervollständigt. Wir haben einen neuen interessanten Ort gefunden. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, Leute, dann kommen wir auch wieder hier unten zu unserer Bucht. Und können wir mal schauen, was wir denn da in der Höhle gelassen haben. Der Bereich ist zumindest abgedeckt. Hier oben noch mal ein bisschen, dann haben wir die Insel schon mal fast erkundet, bis auf die Spitze hier. Okay, zumindest im Bereich Erkundung sind wir ein bisschen weitergekommen, Leute. Wenn es euch Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen haben sollte und ihr ein klein bisschen... Oh, guck, das ging ja mal nicht so gut. So, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar, ein Like da, wenn noch nicht geschehen, auch ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Survival Fountain of Youth. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut, bleibt gesund und ciao, ciao.